Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht? In anderen Städten würden sich die Investoren die Finger danach lecken, nach so einem historischen Gebäude mit dieser architektonischen Substanz. Aber in Bochum soll das einfach weg. Das ist der Plan des Eigentümers, dem Land NRW, besser gesagt dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Warum wird so etwas hier einfach abgerissen? Das fragt sich unter anderem auch der Denkmalpfleger Hans Hanke. Also der BLB, Bau- und Liegenschaftsbetrieb, hat wahrscheinlich einen Blick drauf geworfen. Es ist ein Gebäude, das nicht richtig zu sichern ist. Wir haben gesehen, dass hier zahlreiche Löcher in den Zäunen sind und das gefährlich sein könnte und das auch ein paar Bauschäden aufweist und hat gesagt, bevor wir das in der Folge unterhalten müssen, reißen wir es wieder weg. Man kann diese Entscheidung aber nicht nachvollziehen. Also ich kann sie nicht nachvollziehen, um es mal klar und deutlich zu sagen. Der Gebäudekomplex im Lottental ist der bauliche Rest der Zeche Klosterbusch, die hier ab 1920-21 Kohle gefördert hat und 40 Jahre später stillgelegt wurde. Die Zeche Klosterbusch ist ja dann, um die Ruhr-Uni hier oben am Hang zu gründen, vorzeitig außer Betrieb genommen worden, damit man oben keine Bergschäden in der Baustelle hat. Und von der Stilllegung an war die Zeche dann Teil der neuen Ruhr-Universität. Die ursprüngliche Planung der Uni ging ja auch bis hier unten, wenn die in voller Größe gebaut worden wäre. Die alte Zeche wurde schon vor der Fertigstellung der Ruhr-Universität ein wichtiger Ort. Denn hier wurde der erste Bücherbestand für die einzelnen Bibliotheken zusammengetragen. Ganz wichtig ist eigentlich, dass das hier ein Gründungsort der Ruhr-Universität ist. Dieser Ort hier spielte also schon zweimal eine wichtige Rolle in der Stadtgeschichte, was dem Eigentümer allerdings egal ist. Und jetzt kommt eine ganz merkwürdige Sache dazu. Der BLB darf selber entscheiden, ob er Gebäude abreißt oder nicht. Er unterliegt nicht dem örtlichen Baurecht, muss sich dort nicht melden. Und insbesondere unterliegt er offensichtlich auch nicht mehr dem obligatorischen Denkmalrecht, denn ich bin mir relativ sicher, dass dieses Gebäude noch niemals auf seinen Denkmalwert hin untersucht worden ist. Durch den Freischnitt des Geländes, den Abrissvorbereitungen, hat die BLB diesen Ort auch wieder sichtbar gemacht. Darüber werden sie sich noch ärgern, denn jetzt regt sich der Widerstand. Von daher bin ich jetzt entschlossen, das Landesamt für Denkmalpflege in Münster, die LWL-Denkmalpflege und die Unterdenkmalbehörde der Stadt Bochum aufzufordern, den Denkmalwert zu prüfen. Was kann die Stadt Bochum nun tun? Sie kann es unter Denkmalschutz stellen. Wenn sie es denn nun endlich weiß, dass das hier zur Diskussion steht und dass es noch nicht geprüft worden ist, wir müssen das mal sozusagen besprechen mit der unteren Denkmalbehörde, dann kann sie nach Denkmalrecht das Gebäude in die Denkmalliste eintragen. Anstatt jetzt 1 bis 2 Millionen Euro für den Abriss eines Gebäudekomplexes auszugeben, könnte man sogar noch Geld verdienen, wenn man es an einen interessierten Investor verkauft. Interesse ist da, auch von Bochumer Geschäftsleuten. Dieser Ort hat seine Geschichte noch lange nicht erzählt. Und soweit ich das so von außen beurteilen kann und auch schon gehört habe von Leuten, die hier schon mal drin waren, so schlimm ist es nicht. Es leidet nur unter dem berühmten Spruch, wir brauchen ein bisschen Farbe und ein paar Vorhänge, dann geht das schon wieder. Der BLB will eigentlich im Herbst abreißen. Ob dieser Plan jetzt noch so aufgeht, wird ein spannender Prozess.